Hallo, wer mich nicht kennt, ich bin die Carola. Ich bin jeden Freitag mit meinem Kreativtisch unterwegs. Ich möchte euch heute zeigen, wie man so einen gestaffelt luftigen Strauß bindet. Und wir können gleich losstarten. Wenn ihr uns jeden Freitag sehen wollt, dann abonniert uns. Wir freuen uns über Kommentare oder einen Daumen nach oben. Und dann habe ich alles angebracht und dann können wir jetzt auch schon mal beginnen und ich zeige euch die Technik dafür. Und los geht's. Für meinen Spätfrühlingsstrauß, den ich euch jetzt gleich binden werde, habe ich mir verschiedene Materialien hier schon hergelegt. Ich möchte den so ein bisschen so in rosa, gelb, grüntönen, alles so ein bisschen harmonisch abgestimmt machen. Ich dachte, nachdem sie jetzt schon so warme Temperaturen hat und es sicher bald Pfingstrosen gibt und wir in eine andere Jahreszeit kippen, mache ich heute noch mal ein bisschen was mit Frühling, als Abschied quasi. Darum habe ich hier wunderschöne Tulpen. Das sind jetzt so gefüllte Tulpen. Es gibt jetzt auch schon viel in den Läden, auch bei uns Freilandtulpen zu kaufen. Die sind ein bisschen fester noch, von der Haltbarkeit auch besser. Die sind meistens so gefüllte, schwere Blüten. Dann möchte ich für meinen Frühlingsstrauß hier auch noch ein paar Ranunkeln. Die kommen aus Italien. Das wird jetzt dann langsam auch zur Neige gehen. Dann, was ich total liebe, den hellgrünen Schneeball, dann Graspedia, dann habe ich hier so ein zartes Limonium, das ist eine Statize. Die Graspedia und Limonium, das gibt es auch weiterhin, das ist was, was man eigentlich das ganze Jahr kaufen kann. Hier habe ich als Tromerien, die halten sehr gut, das gibt es später dann auch noch. Und hier gefüllte Gerbera oder Germini in einer ganz tollen Farbe. Zu meiner Auswahl möchte ich auch noch sagen, ich finde, wenn man so verschiedene Farben nimmt, dann ist es immer toll, wenn man so ein bisschen vom Beiwerk und von grünen Zwischentöne nimmt, damit es nicht so hart ist. Also, dass man keinen Strauß macht, indem man jetzt knallgelb und knallpinke Blüten. Ich finde immer schön, wenn noch so ein bisschen Farbverbindung ist. Wie hier jetzt zum Beispiel habe ich so einen Eukalyptus. Den kaufen wir immer als Stuartianer Herbst, weil der so in diesen Herbstfärbungen ist. Und der gibt mir halt dann nochmal so ein bisschen so einen Zwischenton zwischen dem Rosa und dem Gelb. Der ist auch in so verschiedenen Farben. Genauso das Limonium, das ist auch nochmal so was Zarteres, so ein zarteres Gelb. Und dann mit den Graspedia und dann mit dem hellen Grün, dass man einfach so ein bisschen Zwischentöne schafft. Ich möchte euch heute einen luftig lockeren Strauß machen und da habe ich da diese süßen Gräser dabei. Das ist so was Zartes, Leichtes. Auch das Limonium ist eher so leicht und luftig. Dann hier habe ich, kennt ihr sicher auch von der Wiese, das Hirtentäschel. Wir kaufen das auch als Talapsi ein. Das kommt jetzt aus Holland. Das ist auch so was Feines, Leichteres, was also dem Strauß dann so eine Lockerheit gibt. Und bevor ich jetzt mit dem Binden anfange, richte ich mir das Material ordentlich her. Bei den Gerbera als kleinen Tipp, die kann man jetzt natürlich so in den Strauß einbinden, finde ich schöner, wenn sie keinen Draht haben. Allerdings, die haben so eine schwere Blüte. Und bei diesen Germini, gerade bei den gefüllten Sorten, passiert es leicht, dass sie dann den Kopf hängen lassen. Und um das zu stützen, nehme ich hier so einen grünen Draht. Wichtig ist ein grüner. Von der Stärke ein 10er Draht, weil der schwarze, der blau geglühte Draht würde zum Rosten in der Vase anfangen. Und dafür hält man diesen Blütenkopf, dass der nicht abbricht, sticht vorsichtig hier, sieht man es, in die Blüte ein. Und dann hält man hier den Stiel fest, dass sie einem nicht abbricht und geht dann einfach mit dem Draht um den Stiel. Also von der Optik finde ich schöner ohne Draht. Von der Haltbarkeit ist es manchmal besser. Ich denke, in dem gemischten Strauß fällt es auch nicht so auf. Wenn die mit einem Draht geschehen sind, ist es oft besser, man drahtet sie an. Dann, bevor ihr mit dem Strauß binden anfangt, ganz wichtig, das untere Drittel der Stiele sollte befreit von Blättern und Grün sein. Weil nämlich das untere Drittel der Stiele steht im Wasser. Und es würde dann zu Fäulnis im Wasser kommen. Und deshalb ist es wichtig, man macht also das untere Drittel einfach der Blätter weg. Ich mache es sogar so, dass es echt sauber ist. Ich gehe da hier auch noch mal ein bisschen mit dem Messer
rüber, damit die Stielansätze, also die Blätteransätze, auch weg sind. Ich finde es auch wichtig, wenn man wirklich einen technisch schön gebundenen Strauß bindet. Es ist auch wichtig, dass der unten vom Stiel sauber und schön ausschaut, dass da kein Grün drin ist. Das finde ich eben ganz wichtig bei einem schön gebundenen Strauß. Es ist einfach schön, wenn man einen Strauß in der Hand hat, der auch technisch sauber ist. So, und dann bereiten wir uns das alles mal vor. Bei den Tulpen habt ihr natürlich im Strauß immer das Problem, dass sie ein bisschen wachsen werden. Ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde es eigentlich ganz lustig, wenn der Strauß sich da ein bisschen verändert, wenn die Tulpen ein bisschen rauswachsen. Wen es von der Form her stört, der kann ja einfach dann vorsichtig die Tulpenstiele von unten dann wieder ein bisschen nachziehen und ein bisschen in den Strauß reinziehen. Dann den Eukalyptus, den richte ich mir auch gleich her von der Länge, mache ich auch ein bisschen Blätter weg. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen unempfindliche Hände, da kann man einfach, nimmt so die Finger und zieht einmal runter, dann ist das Grün weg. Es ist halt einfacher, wenn man sich die Blumen vorher und das Grün schön herrichtet, weil wenn man dann den Strauß in der Hand hat, dann ist es doch ein bisschen komplizierter, wenn man dann währenddessen noch die Blätter entfernt. Dann das Talapsi. Das teile ich mir auch ein bisschen, auch das Grün ein bisschen entfernen. Auch so geknickte Stiele dann einfach rausschneiden, weil das würde ja dann zum Welken anfangen. Bei dem Talapsi, das ist manchmal, wenn es recht warm ist, neigt es dazu, ein bisschen zu welken. Drum wichtig, dass das schön tief mit eingebunden ist, dass die Stiele dann auch wirklich im Wasser stehen. Und ein kleiner Tipp von mir bei Sträußen, gerade wenn wir jetzt wärmere Temperaturen haben und es draußen kein Nachtfrost mehr hat, ich nehme immer meinen Blumenstrauß und stelle den abends raus, weil abends hast du dann diese Nachtkühle und dann halten die wesentlich länger. Und abends ist man so im Bett, dann sieht man den Strauß sowieso nicht und dem Strauß tut's gut. Die Christi gesagt gerade, und regelmäßig Wasser wechseln. Das ist natürlich auch wichtig, weil das sonst eben irgendwann ausfaulen und anfängt und auch nicht mehr gut riecht. Und für die Blumen ist es auch wichtig, dass man ab und zu ein frisches Wasser drin hat. Am besten ist es dann noch, wenn ihr eine Glasvase habt, wenn ihr das Wasser wechselt, einmal die Vase dann gut ausspülen oder reinigen, weil sich da doch auch Bakterien ansetzen. Und das ist eben dann auch schlecht für die Blumen. So, meine Stachize zerteile ich mir auch. Das Limonium, das könnt ihr auch ganz schön für Trockensachen verwenden, weil das kann man auch gut ohne Wasser haben. Die kürzeren Stiele, die kann man sich ja dann für, also machen wir immer, für ein kleines Gesteck oder für einen kleinen Strauß aufheben. Also nichts wegwerfen. Ich möchte es auch nicht ganz so dicht haben, dass es in meinem Strauß dann locker wirkt. Schaut, da kann ich auch, wenn es so nicht abzustreifen geht, dann gehe ich einfach nochmal mit dem Messer drüber, dass es dann sauber ist. Die Graspedia, die haben auch keine Blätter. Das wisst ihr sicher schon, dass man die auch sehr schön trocknen lassen kann. Dann habe ich mein Viburnum oder Schneeball. Bei dem Viburnum, der ist auch ein bisschen empfindlicher, neigt auch manchmal dazu, dass er leicht welkt. Dem entferne ich ziemlich alle Blätter. A, finde ich, dass es im Strauß klarer wirkt, wie wenn der oben dann so viel Blattwerk hat. Und für den Viburnum ist es von der Haltbarkeit besser, weil auch die Blätter nehmen dem Kraft und entziehen dem Saft. Und wenn ihr die Blätter entfernt, dann brauchen diese Blütenbälle, die brauchen sehr viel Kraft und dann nehmen die Blätter denen nicht die Kraft weg und erhalten die besser. Den Viburnum auch, wenn man den so einzeln in die Vase stellt, immer gerne in lauwarmes Wasser stellen. Hier kann ich euch noch zum Anschneiden des Stiels was sagen. Der hat jetzt einen relativ holzigen Stiel.
Entweder man schneidet den mit der Baumschere an und klopft den ein bisschen. Einfach ein bisschen draufklopfen, dann ist der Stiel auf und kann auch gut Wasser nehmen. Das hat man früher auch viel mit Flieder gemacht, der so holzige Stiele hat. Also ein Flieder, wenn man abschneidet im Garten, dann einfach mit der Baumschere und dann mit einem kleinen Hämmerchen oder ein bisschen draufklopfen, dass sich der Stiel aufspaltet, dann kann der gut Wasser nehmen. Ich werde es jetzt in meinem gemischten Strauß einfach, denke ich, mit der Baumschere gut abschneiden. Aber das wäre noch so ein kleiner Tipp. Bei Rosen, ich habe jetzt keine Rosen dabei, aber das kann ich euch auch noch schnell an dem Ranunkel zeigen. Rosen wichtig, also A ist immer wichtig, ein scharfes Messer und dann die Rosen schräg anschneiden. Der schräge Schnitt ermöglicht der Rose, dass sie einfach mehr Wasser aufnimmt, wie wenn sie jetzt so einen geraden Schnitt hat. Zum Beispiel eine Tulpe, die ist nicht so empfindlich, die könnt ihr einfach gerade mit der Schere abschneiden. Also wenn ich jetzt einen gemischten Strauß mache, wo auch Rosen drin sind, dann erkennt man ja die Rosenstiele im Strauß und dann nehme ich wirklich immer noch ein scharfes Messer und schneide die Rosenstiele einzeln nochmal schräg an, weil das für die Haltbarkeit einfach besser ist. Und eben wichtig, immer gutes Werkzeug, scharfes Messer, scharfe Schere, sonst werden die Blumen angeschnitten und gequetscht und dann können die das Wasser auch nicht so gut aufnehmen. Auch bei Rosen, ich rede heute viel, weil ich so viele Tipps habe, bei Rosen, wenn die mal den Kopf hängen lassen, dann, wenn ihr einen Rosenstrauß geschenkt bekommen habt, freut euch, dann scheint vielleicht gerade die Sonne drauf, es ist recht warm, kann sein, dass die Köpfe hängen lassen. Dann nehmt ihr einfach einen Bogen Papier, legt die Rosen Kopf an Kopf eng rein, schneidet die alle nochmal schräg mit dem Wasser, sprüht die vielleicht sogar mit dem Wassersprüher ein bisschen an und packt die ganz eng in Papier. Stellt dieses Papierbündel in eine Vase mit lauwarmem Wasser und dann stellt er die einfach ein bisschen kühler in einen kühlen Raum und dann ist es oft so, wenn man die aus dem Papier dann wieder rausnimmt, dann haben die sich wieder erholt, konnten gut Wasser saugen und stehen wieder gerade. Vielleicht mache ich mal mit der Chrissy ein Video zu welken Rosen und zeige euch genau, wie ihr die wieder aufpeppen könnt. Da machen wir ein Kurzvideo, gell Chrissy? Nee, weil ich glaube, das interessiert viele, weil das ist einfach passiert, einfach wenn die Sonne drauf scheint. Die Rosen kommen manchmal aus Kühlräumen, dann stehen die in der Wohnung, in der warmen Wohnung, in der Sonne und dann kann es einfach mal sein, dass die Köpfe hängen lassen. Und da zeigen wir euch dann mal ein Video und mit einem Trick und schauen, ob das funktioniert, ob die sich wieder erholen. Also Chrissy, wenn ich welke Rosen habe, hole ich dich und dann zeigen wir das, testen wir das. Mal da auch. Und dann sind wir im Kreisbockel. Genau. So, bei den Ranunkeln, da nehmen wir auch ein bisschen von den Knospen weg. Die Ranunkeln kommen jetzt noch aus Italien. Wie gesagt, das ist jetzt auch eine sehr dankbare Frühjahrsblume. Aber es wird jetzt dann langsam, wenn es in Italien auch sehr warm ist, geht es zur Neige. Die Knospen, wenn die einen langen Stiel haben, dann werde ich die mit einbinden in den Strauß. Die kürzeren kann ich mir dann für einen kleinen Strauß einfach aufheben. Ich wollte euch das jetzt einfach nochmal genau zeigen mit dem Vorbereiten, weil ich finde, das ist wirklich eine Erleichterung beim Strauß, wenn das alles schon vorbereitet da liegt und immer die Blumen so ein bisschen getrennt. Dann kann man sich immer genau das nehmen, was man gerade braucht. So, und dann fangen wir an. Also ich möchte jetzt so einen luftigen, rundgebundenen Strauß machen, eher symmetrisch von der Anordnung. Es gibt ja viele Möglichkeiten von Sträußen, aber ich wollte jetzt eben mal so ein bisschen was Leichteres machen. Ihr fangt also mit der Mitte an, da fange ich jetzt mit dem Leichteren an. Ich habe hier mein Gräser und das Limonium. Der Strauß wird also in verschiedenen Stufen ein bisschen gearbeitet. Es wird auch so ein gestufter Strauß. Also ich werde jetzt zum Beispiel so diese leichteren Sachen nach oben binden, während so die Gerbera, die schwerer wirkt von der Blüte, eine lagernde Form, werde ich ein bisschen weiter nach unten ziehen.
Also ich mache das jetzt nicht auf dieselbe Höhe mit dem Gras, sondern lasse das Gras, wie es auch in der Natur ist, das Gras wächst ja auch so luftig leicht nach oben, dem gebe ich ein bisschen Luft und spiel und lasse das so ein bisschen drüber schwingen, genauso das Limonium. Den Eukalyptus lasse ich auch so ein bisschen mehr Länge und lasse den so rauskommen, dass also mein Strauß wirklich so eine Luftigkeit kriegt. Und vom Anlegen, die Stiele lege ich jetzt bei diesem gestaffelten, gestuften Strauß spiralig an. Das heißt also, ich lege die immer so leicht über Kreuz. Das hat den Vorteil, wenn ich den Strauß zusammenbinde, dann an der Bindenstelle, bleiben die Blumen so, wie ich sie mir jetzt in der Hand halte. Ansonsten würden die, wenn ich die kreuz und quer lege und binde den dann zusammen, verändern die sich oben. So mache ich eine schöne Spirale. Ich lege das immer so, einen Stiel über den anderen. Und dann bleiben die Blüten nach dem Binden so, wie ich sie eben gelegt habe. Und ich kann das auch besser halten. Das Talapsi ist auch so was leicht Luftiges. Das binde ich jetzt auch so ein bisschen nach oben. Ich finde es immer gut, wenn man sagt, okay, ich will jetzt mal so Sträuße üben. Da kann man auch gut mal was aus der Natur nehmen. Man kauft sich irgendwie einen Bund Blumen oder zwei und sucht sich da ein paar Gräser, ein bisschen schönes Beiwerk. Und dann kann man das ja einfach zu Hause mal probieren. Und es muss ja jetzt kein so großer Strauß sein. Man kann auch mal mit was Kleinen anfangen, einfach um die Technik zu probieren. Und was ich für mich finde, es ist wichtig, dass man den Strauß auch ein bisschen weghält. Wenn man den so nah an sich bindet, dann sieht man nicht, ob der rund wird. So hat man einfach einen besseren Überblick. Und dann den Strauß immer wieder drehen, dass man sieht, ob er schön rund wird. Die Blumen sollen ja schön gleichmäßig verteilt sein. Wenn man den so in der Spirale schön in der Hand hat, dann kann man auch immer mal wieder was rausziehen, ein bisschen höher ziehen, ein bisschen tiefer. Die Graspedia, das ist auch so was Kleines, Leichtes, die lasse ich auch so ein bisschen locker rausspitzen. Ich finde auch wichtig, dass auch das Beiwerk zur Art vom Strauß passt, dass man nicht einfach irgendein Grün in den Strauß gibt oder manchmal sind die Sträuße halt auch so mit Grün voll gefüllt. Ich finde, das braucht es gar nicht, weil auch die Blüte und alles soll ja wirken, auch das Grün soll wirken. Und darum finde ich es eigentlich schön, wenn man auch das Grün passend auswählt zum Strauß. Und ich finde dann auch noch wichtig, dass man beim Strauß, man muss den auch, finde ich, dass er nicht so aufhört, weil wenn er in der Vase steht, dann schaut das wie so eine Rakete aus, sondern der sollte eigentlich dann so ein bisschen über die Hand gebunden sein, dass wenn der dann in der Vase steht, dass er so ein bisschen über den Vasenrand fällt. Also ich persönlich finde, so ein gebundener Strauß ist halt schön, wenn man was verschenkt, wenn man überreichen will. Ich mag aber in der Zwischenzeit auch wahnsinnig gern für zu Hause, dass man sich einfach Blumen so locker in die Vase stellt, die einfach so fallen lässt, wie sie sind, so ganz natürlich, finde ich auch toll. Also es muss nicht immer ein gebundener Strauß sein, aber ich denke, für eine Einladung ist es einfach schöner, wenn man natürlich was Gebundenes bringt. Dann, wie gesagt, immer wieder ein bisschen drehen, weil man will ihn ja dann ein bisschen nach unten binden. Und dann muss man den Strauß immer gerade in der Größe ein bisschen drehen, dass man sieht, dass er auf beiden Seiten gleichmäßig nach unten gebunden wird. Und wichtig ist auch, wenn ihr jetzt zum Beispiel von der Mini, da habe ich jetzt nur 5 und ihr wollt ja eine Symmetrie haben, dann muss man die auch ein bisschen gleichmäßig verteilen, weil wenn er die jetzt alle auf einen Punkt macht, dann wirkt der nicht mehr symmetrisch, der Strauß. Und den möchte ich jetzt ein bisschen symmetrisch binden. Ich glaube, daher kam auch immer diese Aussage, was glaube ich völlig überholt ist, man braucht eine ungerade Zahl beim Blumen aussuchen, weil du natürlich mit 4, die kannst du nicht so gleichmäßig verteilen, bei 5 hast du halt immer eine Mitte und dann kannst du die 4 außen rum setzen. Und ich glaube, dass sich daher eigentlich ergeben hat die Aussage, dass man immer ungerade Zahl bei Blumen kaufen soll. Aber ich denke, bei so einem gemischten Strauß ist es so völlig egal.
Wie gesagt, das kann man jetzt in jeder Größe machen, aber ich mag gern große Sträuße. Ich finde, das macht halt auch Eindruck, wenn man kommt und hat dann so einen großen Strauß als Geschenk. Schaut mal, wie toll diese Ranunkeln sind. Ich finde, die hat so ein zartes Rosa. Die ist jetzt so schön geöffnet. Jetzt, wenn ich die möchte ich eigentlich gerne noch in die Mitte reingehen. Das ist ein bisschen tricky. Kann ich die auch so in meine Hand ein bisschen reinstecken? Weil die natürlich mit dieser offenen Blüte einfach noch toll in der Mitte wirkt. Und so ein Strauß lebt halt dann. Weil wenn dann die Tulpen aufgehen, wenn die ein bisschen rauswachsen, das ist halt schön, weil der schaut dann jeden Tag ein bisschen anders aus. Und ich finde auch oft schön, wenn ihr einen Tulpenstrauß habt und die gehen dann so ganz auf und kippen fast schon nach unten. Aber ich finde, das schaut dann wie in so einem Gemälde aus. Also ich liebe das. Ein Mitarbeiter hat mir auch gestern vom Botanischen Garten Bilder gezeigt, die Tulpen in einer Pracht. Das ist wirklich cool. Also das ist so eine Farbpracht. Und ihr seht schon, man sagt dann immer, boah, da braucht man so große Hände für so einen dicken Strauß. Aber es ist auch ein bisschen Techniksache. Also man muss den gar nicht ganz umschließen, sondern durch diese Spiralik anlegen hält es eigentlich auch. Und dann kann man auch einen größeren Strauß binden. Zur Not könnte man den auch zwischenbinden. Das heißt, man bindet einmal ab und legt dann einfach drüber wieder an. Aber eigentlich schöner ist es, wenn er so durchgebunden ist. Und auch wenn ich was einstecke noch in den Strauß, dann versuche ich es wieder immer in diese Spiralform zu bringen. Und dann nehme ich ihn immer mit zwei Händen und versuche ihn ein bisschen zu drehen. Wie gesagt, wenn er dann so groß ist, dann ist es schon auch schwierig zu überblicken, aber einfach ein bisschen von sich weghalten. Ja, es ist auch so, wenn wir große Sträuße binden von in der Firma, dann kann man auch oft mal die Kolleginnen fragen, wenn man mit Abstand dazu steht, dann sieht man das besser, wo es noch ein bisschen fehlt. Dann kann man da immer noch ein bisschen was anlegen. So. So, jetzt bin ich eigentlich schon am Ende. Dann habe ich hier so ein Kunstbast, mit dem ich es jetzt zusammenbinde. Ihr könnt es auch mit dem Naturbast oder mit so einem Rebdraht, mit so einem umwickelten binden. Ich habe jetzt den Kunstbast. Dann gehe ich hier, da wo ich meine Hand habe, ist eigentlich die Bindestelle. Und ich nehme hier den Bast und ziehe den dann so hoch, dass meine Bindestelle genau dort ist, wo ich meine Hand halte. Und dann schaut man eben, dass die Bindestelle soll nicht zu breit sein. Man sagt so 1 bis 2 Bastbreiten. Weil würde ich sie breiter machen, dann zieht es meine Stiele wieder zusammen. Und die sollen ja so spiralig auseinanderfallen. Und dann ruhig festziehen. Aber ihr müsst aufpassen, wenn ihr so ein bisschen krautige Stiele habt oder weichere, dass man nicht zu fest anzieht, sonst könnte man die Stiele auch quetschen. Dann habe ich es gut fest. Dann lege ich es mir hier auf den Tisch. Und dann mache ich einen festen Knoten rein. Also wie gesagt, man muss das ein bisschen probieren. Es darf natürlich nicht so fest sein, dass es meine Stiele abquetscht. Aber es muss fest sein, dass der auch gut Halt hat und nicht auseinanderfällt. Dann sagt man vom Abschneiden der Stiele, also oben 2/3, unten 1/3. Jetzt muss man auch schauen, meine Tulpen sind natürlich nicht so lang. Aber ich würde jetzt auf die Länge abschneiden. Ich finde, dann passt das Verhältnis von Stiel zu Strauß. Und dann müsst ihr halt einfach nur bis oben hin Wasser einfüllen, dass die Tulpen auch im Wasser sind. Die Tulpen brauchen so nicht so viel Wasser. Dann nehme ich jetzt, also wie gesagt, eine scharfe Schere ist wichtig, so eine Baumschere. Und dann schneide ich mir einfach mal hier möglichst gerade so eine Länge. Meine Tulpen schneide ich natürlich auch noch ein kleines Stück an, dass die einen frischen Schnitt haben und schön das Wasser aufnehmen können. Und ihr seht schon, was ich gemeint habe, eben, dass kein Grün und nichts hier im unteren Drittel ist, weil das kommt ja dann in die Vase, ins Wasser und das sollte halt auch nicht faulen.
Und ich finde auch bei einem Strauß schön, wenn man den in die Hand nimmt, dass der auch einen schönen Stil hat. Also wenn ich jetzt hier sowas mit Grün und alles mögliche kreuz und quer, dann hat das halt auch von der Optik her. Ich finde schon auch wichtig, dass zum Strauß auch der Stil gehört. Und jetzt, wenn man noch was ganz Gutes tun will, ich schneide jetzt meinen Viburnum noch mal schräg an, dass der schön Wasser saugen kann. Auch meinen Ranunkel gebe ich noch einen kleinen Schrägschnitt, dann können die einfach schöner Wasser aufnehmen. Bei Schnittblumen ist es auch wirklich viel die Pflege. Auch wenn man mal merkt, dass die welken, dann einfach nochmal mit dem Messer schräg anschneiden, bei vielen Sachen in ein lauwarmes Wasser stellen, dann erholen die sich oft. Schauen wir mal. Schaut doch jetzt ganz schön, glaube ich, und gleichmäßig aus. Und dann, was auch wichtig ist, für den Strauß die richtige Vasenwahl. Weil ein Strauß kann noch so schön gebunden sein und wenn man dann nur so eine Vase hat, wo das dann eingequetscht ist, dann ist das einfach nicht schön. Gut ist eigentlich so ein bisschen bauchigere Vasen, dass die gespreizten Stiele Platz haben. Schaut mal, ich habe mir jetzt die Glasvase geholt. Und die finde ich jetzt eigentlich von der Größe und Form ganz gut. Ich hatte hier noch zwei. Können wir mal ausprobieren, aber ich glaube, die ist fast zu groß. Ja, die ist zwar gut von der Form, aber die ist, glaube ich, jetzt von der Proportion einfach zu groß für den Strauß. Darum wähle ich jetzt die Vase. Darum ist immer gut, wenn man mehrere Vasen daheim hat, weil ich finde, den schönsten Strauß kann das falsche Gefäß einfach kaputt machen. So, jetzt schaut, hier haben wir also unseren Spätfrühlingsstrauß. Ich hoffe, er gefällt euch und wir würden uns nächsten Freitag wiedersehen. Nächsten Freitag wollte ich gern so ein Blumenkränzchen machen, weil ja jetzt viele Feiern sind, sei es Hochzeiten, 1. Mai. Und ich finde es total süß, wenn man Kleidern hat oder ein Dirndl, man hat dann einfach so ein Blütenkränzchen im Haar und mit einem passenden Armband. Das wollte ich euch nächste Woche nochmal zeigen. Und dann könnt ihr sowas, kann man auch super selber dann nachmachen. Und ich finde, es hat eine tolle Wirkung, wenn du auf ein Fest gehst oder eingeladen bist. Da ist man wirklich der Hingucker. Dann ein schönes Wochenende. Ich freue mich auf euch nächsten Freitag. Ich hoffe, die Sonne bleibt uns. Und dann bis denne. Ciao.